Bleistifte, die nicht spiegeln. Darum geht es in diesem Video, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Wenn ihr viel mit Bleistift zeichnet, dann kennt ihr das sicherlich. Aus dem richtigen Winkel betrachtet sehen eure Bilder wirklich sehr kräftig und dunkel aus, aber wehe, das Licht fällt mal aus einem anderen Winkel darauf. Schon reflektieren und schimmern die Zeichnungen extrem. Vor allem bei Bleistiften in den höheren B-Bereichen ist das der Fall, also bei 6B, 8B und so weiter, wenn man da mit höherem Druck auf dem Papier zeichnet. Das ist besonders dann nervig, wenn ihr eure Zeichnungen bei guter Beleuchtung abfotografieren wollt und aus irgendeinem Winkel die dunklen Flächen immer schimmern, wodurch die Schwarzwerte im Grunde komplett verfälscht werden. Natürlich könnte man auch auf Kohlestifte oder Carbonstifte zurückgreifen, weil die halt gar nicht schimmern und schon wäre die Sache geritzt. Das Ding ist nur, dass du nicht gut mit Kohle auf Bleistift arbeiten kannst. Die vertragen sich einfach nicht, sodass der Kohlestift seine dunkle Wirkung komplett verliert. Mich als Bleistiftzeichner hat das Problem schon länger beschäftigt, vor allem auch, weil ich ja immer mitfilme, während ich zeichne, und da muss ich immer darauf achten, dass das Licht nicht zu zentral von oben drauf scheint, da sonst die Reflexion zu stark wird, sodass ich das Licht meist von der Seite drauf fallen lasse. Nun wies mich aber vor ein paar Wochen die liebe Bianca, eine Zuschauerin, darauf hin, dass es ja von Faber-Castell Bleistifte gibt, die sich genau diesem Problem annehmen. Und da dachte ich mir, die Stifte musst du testen. Also bedankt euch bei Bianca, ohne die es dieses Video hier nicht geben würde. Ganz genau handelt es sich bei diesen Stiften um die Reihe Pitt Graphite Matt von eben Faber-Castell. Die wurden extra so entwickelt, dass sie Lichtreflexionen reduzieren und so das Schwarz auf dem Papier unverfälschter wiedergeben. Soweit ich gesehen habe, gibt es die in zwei Sets. Einmal dem Set, das 11 Stifte enthält, und dann noch das kleinere, das mit 6 Stiften daherkommt. Ich habe mich für das 6er Set entschieden, was hauptsächlich am Preis lag. Das kostet nämlich um die 13 Euro, während das 11er Set mit über 21 Euro mir einfach zu teuer war. Man hat da natürlich mehr Inhalt drinne, allerdings hat der sich für mich nicht wirklich gelohnt. Ein Verblendungsstift, Radiergummi und Spitzer brauche ich jetzt nicht unbedingt, die habe ich selber hier, und nur für zwei Bleistifte mehr war es mir das einfach nicht wert. So fehlt mir nun zwar der HB-Stift und leider auch der 14B-Stift, der ja als großes Highlight beworben wird, aber sei es drum. Wenn ihr wollt, kann ich mir den auch nochmal einzeln bestellen und in einem eigenen Video testen, das ist nämlich auch möglich, die Stifte einzeln zu kaufen. Mit den Stärken von 2B bis 12B des kleineren Sets bin ich absolut zufrieden, vor allem da ich glaube, dass zwischen dem 12B und dem 14B Stift die Unterschiede nur minimal sein werden. Beim Zeichnen wird es kaum auffallen, oder wann seid ihr das letzte Mal dafür kritisiert worden, dass eure Zeichnungen aber nicht 14B schwarz sind, sondern nur 8B schwarz? Das ist ja eine Unverschämtheit. Das kleine Set kommt in diesem Metallcase daher. Bei den Minen der Stifte fällt sofort auf, dass sie ein wenig breiter sind als die normalen Bleistifte von Faber-Castell, und so nebeneinander gehalten sieht man auch gleich, dass sie deutlich weniger schimmern. Das können wir uns auch hier nochmal im direkten Vergleich anschauen, wo ich mal die 8B Bleistifte aus beiden Reihen ausprobiere. N steht dabei für normal und M für matt, und man sieht, dass die matten Bleistifte deutlich weniger schimmern, aber ganz ehrlich, das habe ich auch nicht anders erwartet. Denn wenn sie schon damit werben, sollte das dann auch am Ende so sein. Ich habe auch mal den 12B-Stift mitgetestet und bei dem fällt auf, dass der etwas mehr schimmert als der 8B, aber natürlich bei weitem nicht so stark wie der normale 8B. So viel zur Theorie, aber ich will ja natürlich nicht nur schwarze Flächen aufs Papier kritzeln, sondern mit den matten Stiften ein komplettes Bild malen, um mal zu sehen, wie gut sich damit arbeiten lässt. Darum verbanne ich auch alle anderen Bleistifte für dieses Mal vom Schreibtisch und zeichne nur mit denen hier, auch die Vorzeichnung mit den Hilfslinien. Dabei muss ich besonders sanft vorgehen, denn der härteste Stift in diesem Set ist 2B und selbst der kann schon sehr dunkel werden. Aber mit ein wenig Vorsicht geht das schon. Für den Test ist es diesmal okay, aber sonst würde ich diesen Schritt hier immer mit harten Bleistiften machen, einfach weil die Linien sich später besser wegradieren lassen. Auch die Skizze arbeite ich mit diesem Stift aus, alles noch sehr hell an der Stelle. Wenn dann aber die Vorzeichnung erstmal steht und ich die erste Basisschicht angelegt habe, kann dann darauf weiter aufgebaut werden. Hierfür wechsle ich dann vom 2B auf den 4B Stift und fange an, die erste Schraffurschicht draufzulegen, damit das Gesicht plastischer wirkt. Normalerweise könnte man sagen, dass es an dieser Stelle schon reichen würde, wir brauchen aber noch ein paar mehr Kontraste, um zu sehen, wie gut die tiefen Schwarztöne sich denn auf dem Papier machen. Darum benutze ich jetzt für den nächsten Schritt sowohl den 6B als auch den 12B Stift
um richtig dunkle Flächen einzuzeichnen. Und ich muss echt sagen, während der Arbeit an dem Bild hat es mir schon ziemlich in den Fingern gejuckt, nach meinem Druckbleistift zu greifen. Natürlich habe ich das nicht gemacht, weil da ja andere Minen drinne sind, die dann das Ergebnis verfälscht hätten. Aber gerade in der Detailarbeit haben sie mir dann doch sehr gefehlt, denn die Minen der weichen Holzbleistifte nutzen sich schon recht schnell ab, sind schnell rund vorne, sodass man sie recht häufig anspitzen muss. Das ist natürlich bei vielen Holzstiften so, was auch der eigentliche Grund ist, warum ich lieber mit Druckbleistiften zeichne. Die sind halt immer spitz und Details lassen sich viel genauer einzeichnen. Natürlich würde das mit den Holzstiften auch gehen, es dauert halt nur länger, weil man regelmäßig anspitzen muss. Das habe ich jetzt nicht immer gemacht, sodass das Bild etwas gröber wirkt. Ich werde auf jeden Fall bei einer der nächsten Zeichnungen mal die matten Stifte und die Druckbleistifte kombinieren, um mal zu schauen, was dabei rauskommt. Abonniert dafür gerne diesen Kanal, wenn ihr dieses Video dann nicht verpassen möchtet. Die Haare halte ich bei dieser Zeichnung recht grob. Ich zeichne mir die Strähnen abwechselnd mit den Holzbleistiften und dem Radiergummistift ein und verwische zwischendrin immer wieder mit einem Wattepad oder mit dem Wattestäbchen. Auf diese Weise lassen sich die Flächen recht schnell füllen und der Haareffekt wird erzeugt. Zu beachten ist dabei, dass die Haare, je näher sie am Gesicht dran sind oder vielleicht sogar hinten im Nacken, immer dunkler werden müssen, da dort logischerweise weniger Licht ist. Genau an diesen Stellen wird sich dann zeigen, wie sehr oder wie wenig die Stifte spiegeln, weil das ja genau die Flächen sind, bei denen die klassischen Bleistifte Probleme machen. Und da schauen wir doch jetzt mal, wie es sich verhält, wenn ich das Bild im Licht bewege. Also man sieht, dass es an den dunklen Stellen schon noch ein wenig spiegelt. Schaut euch mal die oberen Wimpern an oder auch auf der linken Seite die dunklen Stellen. Ein leichter Schimmer ist da schon noch zu erkennen, wo ich fester aufgedrückt habe, aber eben doch deutlich reduziert, wie es von Faber-Castell ja auch versprochen wird. Als Vergleich habe ich hier mal noch ein Bild, das nicht mit den matten Stiften gezeichnet wurde. Da sieht man die reflektierenden Flächen schon noch deutlich mehr. Trotzdem finde ich, dass der Matteffekt noch ein bisschen stärker sein könnte und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt jedes Mal diese Stifte extra zum Zeichnen kaufen würde. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und euch die Stifte selber mal anschauen wollt, unten in der Beschreibung sind sie verlinkt. Und wenn ihr danach noch mehr über Bleistiftstärken im Allgemeinen erfahren wollt, dann schaut gerne mal in dieses Video hier rein, da bin ich auf das Thema schon mal genauer eingegangen. Also dann Leute, wie immer viel Spaß beim Zeichnen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.